Es ist das Jahrhundertspiel für den TuS Feuchtwangen. Seit Wochen wird über nichts anderes mehr gesprochen, denn es geht in der zweiten Runde des Toto-Pokals gegen den großen TSV 1860 München. Die 60er momentan in bester Verfassung, schafften in der dritten Liga den besten Saisonstart seit 51 Jahren. Da kann Trainer Michael Köllner nur zufrieden sein, vor allem weil er sich auf seine beiden Sturmneuzugänge verlassen kann. Finn Lagmacher knipste gleich zweimal beim 4-0-Sieg in Meppen. Meris Skenderovic köpfte die Löwen letzte Woche in der Schlussminute zum Sieg gegen Verl. Das Pendant auf der Gegenseite ist Marco Wegert. Der Außenstürmer ist diese Saison schon bei 4 Toren in 5 Spielen. Aber auch auf Jens Lindörfer, ihren Pokalhelden aus der ersten Runde, wird beim TuS große Stücke gesetzt. Und die Löwen wissen, wen der TuS da aus dem Pokal gekegelt hat. Niemand Geringeres als den Tabellenführer der Regionalliga, die Spielvereinigung Unterhaching. Und das will einiges heißen, denn Feuchtwangen ist nur Bezirksligist. Die Frage bleibt also heute. Schaffen die Feuchtwanger das nächste Wunder oder können die Löwen die Pflichtaufgabe souverän lösen? Für die Gäste geht es heute also darum, möglichst schnell zu treffen und alles klar zu machen, damit der TuS nicht den Hauch einer nächsten Sensation spürt und das ganze Stadion sich nicht aufheizt, sodass dann auch ungeahnte Kräfte bei den Feuchtwangern aufkommen. Wir springen direkt rein in die Partie. Die Löwen übernehmen sofort das Spielgeschehen, gut weitergeleitet auf Wörl, frei vor Lindörfer. Und der bleibt ganz cool. Das 0:1 nach gerade einmal 120 Sekunden. Was für ein Blitzstart, genau so hatten sich die Münchner das vorgestellt. Super kombiniert von den 60ern. Und Marius Wörl lässt sich da nicht zweimal bitten. Ein Start nach Maß, definitiv nach dem Geschmack von Löwencoach Michael Köllner. Und der Tabellenführer der dritten Liga will direkt nachlegen. Sühr im Zusammenspiel mit Wörl, nochmal Sühr und der sieht am zweiten Pfosten Kocic. Das 0:2 nach 19 Minuten durch den Serben muss den hier nur noch über die Linie drücken. Was kommt offensiv von den Hausherren? Vielleicht mal über einen Standard, kann erstmal geklärt werden und dann versucht es Kreisselmeier aus der zweiten Reihe. Das aber keine Gefahr für 60-Keeper Kretschmer. Weiterhin sind aber die Münchner am Drücker. Die Flanke kommt zu Sühr, bringt ihn nochmal scharf rein und auf einmal ist der Ball im Kasten. 0:3, nur 5 Minuten später. Sühr wird gratuliert, aber am Ende war es ein Eigentor von Kapitän Christian Beck. Köpft den Ball ins eigene Netz, ganz unglücklich. Der TuS jetzt unter Dauerdruck der 60er, wehren sich aber tapfer. Wörl, doch Lindörfer ist blitzschnell unten. Ganz stark pariert vom 22-Jährigen. Das Pokalduell hat weiterhin den Hauptschauplatz in der TuS-Hälfte. Diesmal kommen die Löwen über eine Ecke und dann ist das Ding auch schon wieder drin. Nun war es Niklas Lang, erhöht hier auf 0:4 in der 29. Minute. Das ist natürlich gar nicht nach dem Geschmack von TuS-Coach Pfeuffer und seinem Team, hatten sich das deutlich anders vorgestellt. Was macht eigentlich Meris Skenderovic? Bisher noch unauffällig, hier mal am Ball, super durchgesetzt und zeigt dann seine ganze Klasse. Das 0:5 kurz vor der Halbzeit. Klasse Ballverarbeitung und präzise abgeschlossen. Man sieht, der Mann ist in Topform. Mit 0:5 geht es dann auch in die Pause. Mit einer Sensation wie gegen Haching wird das wohl heute nichts mehr für die Feuchtwanger. Die Löwen einfach zu stark im Kombinationsspiel nach vorne und lassen zudem hinten nichts anbrennen. Die 3400 Zuschauer sehen trotzdem ein unterhaltsames Spiel, bei der jede Aktion der Feuchtwanger frenetisch bejubelt wird, sei es ein Beinschieber oder eine Grätsche. Wenn ihr noch mehr Spiele vom Bayerischen Toto-Pokal oder anderer Landespokale sehen wollt, dann abonniert unseren YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke und liked natürlich dieses Video. Rein geht es in die zweiten 45 Minuten und der Drittligist macht da weiter, wo er aufgehört hat. Langer Ball auf Wörl, der setzt sich super durch und macht das halbe Dutzend voll. 0:6, keine 30 Sekunden sind gespielt und 60 erzielt die nächste Bude. Ja, im Tennis würde man jetzt von einem Bagel sprechen.
Die Blauen haben aber immer noch nicht genug. Wieder ist es Syr, doch Lindörfer reagiert klasse, pariert hier wie ein Handballtorwart, der beste Mann der TuS heute. Die nächste Szene, wieder kommen die Gäste über einen Standard und da ist wieder Skenderovic mit dem 0:7. Ja, der Mann hat sein Kopfballspiel deutlich verbessert, vor allem in seiner Zeit bei Schweinfurt, nickt ein und macht den Doppelpack klar. Ein paar Minuten später ist dann Schluss für Skenderovic, 2 Buden heute, eine klare Empfehlung an Michael Köllner, für ihn kommt Lakenmacher in die Partie. Und die Löwen sind immer noch heiß auf mehr. Wilsch mit der Flanke und die landet bei Kocic. Das 0:8, eine knappe Viertelstunde vor Schluss. Doch was ist das für ein Duseltor? Kocic köpft Scholz an den Rücken und von da springt der Ball ins Tor. Keine Chance für Lindörfer. Eine Szene haben wir noch. Wieder eine Flanke von rechts und diese landet diesmal bei Knöferl. Doch Lindörfer wieder stark, reißt die Arme blitzschnell hoch. Das war's dann mit diesem Pokalduell. Am Ende heißt es 0:8. Die Münchner Löwen erledigen die Pflichtaufgabe souverän und ziehen in die nächste Runde des Toto-Pokals ein. Die 60er waren heute einfach zu stark für den TuS, waren von Anfang an immer einen Schritt früher am Ball und konnten das Ding somit locker nach Hause tragen. Trotzdem Hut ab vor der Leistung der Feuchtwanger. Allein schon der Sieg gegen Haching geht in die Vereinsgeschichte ein. Heute war der Drittligist aber einfach eine Nummer zu groß. Löwencoach Michael Köllner nochmal mit einem Fazit zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden. Ich glaube, es ist wichtig, dass du früh genug immer die Entscheidung gleich suchst und dass du natürlich heute so einen Auftrag mit Maß erwischt und mit dem Führertor von alles. Wir freuen uns natürlich. Es sind natürlich uns alle Spieler, die im Kader sind, wir haben natürlich von uns eine realistische Chance zu spielen. Und wir haben natürlich einige Spieler, die wir jetzt auch so verletzen, hier ranführen wollen, mit Marius Lösch, unsere Köpfen heute, und Daniel Wein. Und natürlich jetzt auch ein paar ganz, ganz junge Spieler, interessante Spieler, die wir entwickeln wollen. Die ganze Liga ist von mir sehr zufrieden und mit dem 8-0. Ich habe im Vorfeld unterschrieben und das unterschreibe ich jetzt an. Wir sind gut durch das Spiel gegangen sind und am Ende hoffen wir natürlich, dass wir also gut nach Hause kommen und am Freitag dann gegen Halle den nächsten Sieg erreichen. Für die Münchner geht es am Freitag dann zu Hause gegen den Halleschen FC weiter. Feuchtwangen muss am Sonntag gegen Dittenheim in der Bezirksliga ran.